Heute möchte ich dir zeigen, wie du aus nur einem Geldschein schnell und einfach einen Weihnachtsbaum falten kannst. Lege den Geldschein mit der Rückseite vor dich hin und falte ihn einmal quer in der Mitte zusammen. Klappe den Geldschein wieder auf. Nimm nun die beiden unteren äußeren Ecken und falte sie zur Mittellinie zusammen. Nun nimmst du diesen Teil des Geldscheins und faltest ihn ebenfalls zur Mitte hin. Dasselbe wiederholst du dann auch mit der anderen Seite. Diesen Teil des Geldscheins zur Mitte falten. Falte jetzt den unteren Rand deines Geldscheins zur Spitze nach oben. Jetzt nimmst du den hinteren Teil deines Geldscheins und faltest ihn einmal nach unten um. Ich orientiere mich dabei an dem Silberstreifen. Dreh jetzt dein Geldschein einmal um. Falte jetzt hier die linke Ecke schräg zur Mitte hin. Mach die Faltung rückgängig. Dasselbe wiederholst du jetzt auf der anderen Seite. Mach auch diese Faltung rückgängig. Falte jetzt diesen Teil deines Geldscheins nach innen um. Und achte dabei darauf, dass die unteren Kanten exakt aufeinander liegen. Fahr jetzt mit deinem Finger in das Flügelchen und streiche es dann von oben nach unten glatt. Dasselbe wiederholst du dann mit der anderen Seite. Die äußere Kante nach innen umfalten, sodass hier die unteren beiden Kanten exakt aufeinander liegen. Wieder das Flügelchen leicht öffnen und nach unten glatt streichen. Achte auch hier darauf, dass die Ränder exakt aufeinander liegen, sodass am Baum nachher nichts übersteht. Und fertig ist dein Tannenbaum. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dort findest du auch zahlreiche weitere Faltanleitungsvideos. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbasteln und Verschenken.